Also, servus miteinander. Wir sind jetzt hier heute, Jugenddeutsche Meisterschaft. Es ist 4 Uhr und die Legionäre spielen um 5 leider erst und auch nur um Platz 3. Schade, aber so ist es halt nun mal. Wetter ist geil. Bad Homburg ist im Finale. Die haben das gut gemacht. Ja. Ansonsten, die Stimmung ist eigentlich ziemlich gut hier. Also Jugend-DM finde ich immer ein geiles Turnier. Ich habe das nie gewonnen. Nee, ich war einmal im Finale mit Gauting und habe da gegen Paderborn verloren. Das war nicht so geil. 22-21 in Ladenburg. Da kommt auch der Trainer der damaligen Mannschaft von Paderborn. Gegen George habe ich 22-21 verloren. Im Dunkeln, in Ladenburg. Das war der Hammer. So, schauen wir mal. Da, die Fans haben wir auch da. Die beiden, die gerade weglaufen, die haben uns das ganze Wochenende in Heidenheim richtig geil unterstützt. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Und nämlich die wichtigsten Leute bei so einem Turnier, das vergisst immer jeder, sind nicht die Leute, die da spielen, sondern eigentlich die Leute, die da drin arbeiten. Und da gehen wir mal rein. Schauen wir mal rein. Komm, Tobi, hier lang. Mann, das ist schon richtig. Ja? Ich bin ja. Und dann natürlich hier, ohne die Leute hier, hätte das Ganze gar nicht stattfinden können. Ben hat sich den Arsch aufgerissen, vor allem der Walter, mit seiner Crew drüben am zweiten Platz. Also was die da geleistet haben, war ziemlich impressive. Und ich habe einen Kasten Bier verloren an ihn. Weil er hat es doch geschafft, die Tribüne fertig zu machen. So, Tobi, folge mir. Und jetzt sind wir im Herzstück des Stadions. Hallo miteinander! Ich lasse mich immer gern bei der Arbeit. So. So, Mädels, ich hab jetzt mal eine Frage an euch. Macht Spaß? Ja. Echt? Ja. Macht ihr es gerne? Klar. Wieso nicht? Schon. So. Ist natürlich jetzt blöd, dass ich hier bin. Sind allen ein bisschen peinlich. Aber jeder, der mich kennt, ist, ich bin einer, der macht sowas gerne. Und meine beiden Zuckermäuse. Eingesessene. Jo. Alt eingesessen. Wie läuft's denn, Ilse? Gut. Läuft gut? Ja, ich muss in die Kamera gucken, wenn ich dich interview. Nein. Komm her, Ilse. Nein, ich will nicht auf Kamera. Da bist du aber jetzt. Ja, das weiß ich schon. Läuft's gut? Ja. Haben wir alles verkauft? Super. Chicken Burger sind aus, habe ich alles gehört. Alles aus. Echt alles? Chicken Burger sind aus, ja. Aber Hamburger haben wir noch. Hamburger haben wir noch, Steaks haben wir noch. Also jeder kriegt noch was ab. Ja, Mann, vor allem ich. Gut. Also wo müssen wir noch hin? Turnierleitung. Oh ja, da ist immer schön. Da ist immer schön. Die sind nämlich immer ganz schön gestresst. Und die gestressten Leute zu interviewen ist immer lustig. Das wird nicht richtig. Ben ist normalerweise der am meisten gestresst ist, aber der ist heute ganz entspannt. So, schauen wir mal, wen wir noch so finden hier. Ja, da, der Chris Winter ist hier. Was ist deine offizielle Aufgabe dieses Wochenende? Dieses Wochenende ist meine offizielle Aufgabe. Ich kümmere mich um die Scorer. Ich schaue, dass die Schiedsrichter verpflegt sind. Ich schaue, dass den Schiedsrichtern an nichts fehlt. Und für die Statistiken, Siegerehrungen, Stadionsprecher, also im Endeffekt Mädchen für alles. Da schauen wir mal. Tippitoppi. Also dann gehen wir mal an seinen Arbeitsplatz hoch. Gucken wir mal. Ja. Hallo Andrea. Hallo. Unser Fanshop. Was ich empfehlen kann, das Wiesentrikot, das ist unser Dull-Trikot, das ist ja nicht das Wiesentrikot, ich bin ja geborener Münchner, deswegen Wiese, aber Wiesen, aber hier ist es die Duld, geile Trikots, gesponsert vom Glöckl, hier der Herr Glöckl und unser Hutkönig, der uns diese schönen Hüte gesponsert hat. Und dann, wenn mal jemand hier vorbeikommt, unsere schönen Kappen, für jeden was dabei, verschiedene Größen. Was ist neu in der Kollektion? Majestic Pullis sind neu in der Kollektion, soll ich es euch gleich zeigen? Ja, zeig gleich her. Gleich her zeigen. Das sind geil. Das neueste Teil. Und sonst?
Und sonst, ja, sind wir ja am Ende der Saison angelangt und ich hoffe, dass der Fanshop leergeräumt wird, dass nächste Saison wieder neue Sachen gibt. Tippitoppi! Haben wir gleich einen Spieler da? Was sagst du über das Turnier? Ganz gut. Kurz, knapp, Dankeschön. Na dann, zufriedene Kunden sind immer gut. So. Also, wer noch nicht hier in der Armin-Wolf-Arena war, der wird jetzt mal einen Einblick kriegen in das, was hier eigentlich so richtig passiert, wo die ganzen mehr oder weniger Verrückten sind, die alle nichts Besseres zu tun haben an einem Sonntagnachmittag, als hier zu sein. So, geh mal vor. Da haben wir, ach, der will mit mir gar nicht reden, weil wir verloren haben. Der hasst mich nämlich gerade, weil der nächstes Wochenende wieder da ist. Ne, passt alles. Alles gut? Alles prima, freilich. Wir spielen Finale, das ist doch das Größte überhaupt. Und dann dreh dich doch nicht so weg von mir, oder willst du nicht? Fällt schauen, Süßer. Ich erkläre, das war jetzt Space on Ball. Ja, und am Samstag haben wir neue Chance. Neues Spiel, neues Glück. Und ihr packt es. Machen wir die Hütte voll? Die Hütte, unser volles Haus, oder? Natürlich. Ja, natürlich, alles machen wir voll hier. Dann sag mal ganz kurz, warum die Leute kommen sollen. Ja, weil Baseball erstens geil ist, zweitens Ringsburg daheim spielt und es geht um die deutsche Meisterschaft. Deswegen kommt's ins Stadion. Da habt ihr es gehört. So, dann haben wir hier unseren DJ Roman heute. Roman, läuft alles? Läuft alles, Musik ist super, habe ich gehört. Ja, ist ja auch schon spät, zweiter Tag. Und bei dir, alles gut? Ah ja, ein bisschen müde, aber es geht. Muss halt schlafen gehen. So, und jetzt seht ihr das, was wahrscheinlich noch keiner wirklich gesehen hat, nämlich was eigentlich alles so abgeht bei diesem Legionäre TV. Das ist gar nicht so unwenig. Also da seht ihr wirklich hier mit diesem ganzen Bildschirm, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was da überhaupt alles dabei ist, aber ich finde es immer sehr, sehr aufregend, wenn ich da einen Tobi ab und zu mal gesehen habe, wie der da alleine kommentiert mit Squad und dann noch Kameraschaltungen macht und Regie und alles. Hat sich aber jetzt mittlerweile ein bisschen verändert, oder? Jetzt haben wir eigentlich schon ein paar mehr Leute, ja. Aber so war das früher. Das ist geil. Fünf? Mindestens fünf Leute für eine Übertragung. Wie viel kriegen die Leute? Nichts. Also, deswegen sage ich, die Verrückten, die nichts Besseres zu tun haben. Sau geil. Und vor allem hier, das ist das aktuelle Headset. Früher hat der Tobi mit seinem MacBook das MacBook umgedreht und hat kommentiert. So ist es losgegangen. Also ist ziemlich crazy. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Bitte, einen zweiten Platz müssen wir auch noch. Ui, stimmt, ich vergesse. Jetzt müssen wir noch einen zweiten Platz rühren. Müssen wir auch mal präsentieren. Da ist der Pokey. Pokey? Ja. Warum machst du Legionäre TV? Weil es Bock macht. Und weil du geil auf Baseball bist. Ja. Gut so. Muss man einen zweiten Platz rüber. Ist besser, wenn du es so machst, als wenn du die ganze Zeit in das Loch reinguckst. Ah ja, Treppensteigen ist nicht so einfach. Das glaube ich. So, wo ist jetzt der Tobi hin? Den Tobi müssen wir eigentlich fragen, wie er, der Tobi ist ja einer der Mitbegründer davon, von diesem ganzen Legionäre TV-Ding. Warum er überhaupt auf die Idee gekommen ist? Hallo! Hi. Besten Süßwaren der ganzen Stadt. Und die besten Crepes vor allem. Kommen eigentlich nicht nur wegen Baseball, sondern eigentlich wegen unseren lecker Crepes. Ist das der Grund, warum man am Samstag zum Finale kommen soll? Selbstverständlich. Alle Mann ran an die Crepe. Haben wir schon wieder jemanden gefunden, der gesagt hat, du musst kommen. So, also jetzt habt ihr mal so ein bisschen größeren Überblick, was eigentlich hier alles mittlerweile ist. Dieses komische, schwarze, halbfertige Gebäude wird das neue Internat und Restaurant. Das wird ein Riesending. Das ist ein bisschen
beängstigend, wenn man noch weiß, wie das hier früher aussah und wie es jetzt ist. Das ist ganz schön beeindruckend. Servus, Red! Red, willst du, komm mal her! Red Fechtig, Trainer von den Paderborner Untouchables, selbst er ist mal da. Jawohl. Kommst du am Samstag? Zum Spiel? Ja. Na, ist ein bisschen zu weit weg. Und wir haben ja selber ein Event bei uns zu Hause. Ach so, schade. Aber ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Gut, so. So. Also für die jüngeren Jungs, für euch, hübsche Mädels sind auch immer da. Und wenn wir selber nicht spielen, dann seht ihr sowas. Nämlich ein Howie mit seinem Hund, der Elli. Einfach mal spazieren gehen in der Sonne. Also ist immer was geboten hier. Und jetzt halt kommen wir zu einer schönen Neuheit. Nämlich unser neues Feld, von dem ich vorhin schon geredet habe. Die Tribüne vom Walter. Hat er schön gemacht. Ja, und hier spielt jetzt gerade Mainz gegen jemanden, den ich nicht kenne. Das ist so Lüneburg. Mainz gegen Lüneburg. Platzierungsspiel um Platz 3. Nein, Entschuldigung, du lügst doch nicht. Platz 5 ist es. Platz 7. Oh. Wird ja immer besser. Und dann haben wir hier ein schönes neues Gebäude. Das wird nämlich die neue Kasse. Und das ist der neue Scorerturm. Und in den versuchen wir jetzt mal reinzukommen, wenn wir dürfen. Wenn sie uns mal reinlassen, die Herren, Dankeschön. Auch ein verrückter, das ist übrigens auch ein verrückter Legionäre-TV-Mann. Ist alles noch nicht ganz fertig, aber es wird. Also ihr habt hier einen wirklich saugeilen 360-Grad-Panoramablick über die ganze Anlage. Und es ist schon wirklich schön geworden, das muss man einfach sagen. Du kannst, wenn du hier hockst, komm mal rüber, Tobi, hast du Blick auf die Donau. Wunderbar. Und dann kannst du beide Spiele gleichzeitig gucken. Also das ist was glaube ich, nicht sehr häufig in Europa gibt. Deswegen ist schon ziemlich, ziemlich schön. Ja. Haben wir sonst noch was wir zeigen wollen? Ja. Nee. Von dem her, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und euer Pummel, bis Samstag.